Ein herzliches Quack, willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers. Hier wieder altgewohnter Platz und neben mir mit dabei der liebe Minjas. Genau, in Rot, hallo, grüß ich Ente, in Gelb. Hallo, wir haben wegen dem Soundproblem getestet und der Minjas ist gejoint und ich war noch nicht drauf und es ging alles und super cool und Pustekuchen. Sobald ich drauf join, hat er die Sounds nicht mehr. Sprich, das ist einfach im Multiplayer noch ein bisschen verbuggt. Bisschen durcheinander, ja, aber es ist jetzt egal. Wenn ich jetzt schieße mal, ja, ihr habt jetzt leider keine Schuss-Sounds, aber wenn du schießt, dann höre ich auch nicht, Commercial oder Mining? Ich meine Commercial. Können wir machen. Also ich gehe mal in die Außenperspektive und wir nähern uns mal. Was wollen wir machen? Wir wollen uns mal wieder ein Schiffchen holen. Richtig. Ist bei mir weg. Ja, wir fliegen zum Mining Carriage, hatten wir gesagt. Okay, ja, genau, hatten wir so vor. Verdammt, der ist gerade verschwunden. Ich hoffe, der meint uns nicht jetzt selber. Wir haben übrigens das Material aus den Taschen gelegt. Von letztem Mal bin ich ja mit vollen Taschen losgeflogen, aber es ist irgendwie gut gegangen. Wir haben jetzt nur zwei Magazine dabei und mal so eine Wumme. Einfach, weil wir nicht wissen, was passiert. Genau, und wenn nicht, gehe ich in Ego-Perspektive und... Oh. Oh. Hä? Oh. Ich bin verletzt worden. Ich habe nur noch 18% Gesundheit. Das ist jetzt nicht so viel. Ah, habe ich meine Kugeln eingeholt oder was? Schneller geflogen als die Kugeln. Ja gut, wie viel Meter pro Sekunde? Ich meine... Das kann sogar wirklich sein, ne? Wenn du maximal... Und jetzt haben wir auch die Erklärung, die Gesundheit regeneriert sich. Na gut, ich fliege ja hier fast 100 Meter pro Sekunde. Es backt zwar so ein bisschen da rein. Ich hole also meine Kugeln ein. Wie geil. So, wir haben das Schiff hier vor uns. Ich sehe es schon. Allerdings ist... Jetzt weg. Oh, nein. Die wollen uns doch hier verarschen. Ernst? Okay, wieder zurückfliegen. Lü. Nein, Adrian. Okay, ich will aber auch probieren, ob ich jetzt mich... Flieg mal vorwärts kann. Und schieß mal. Tatsache. Ich hol meine Kugeln ein. Okay, wenn ich seitlich schieß, passiert es nicht. Ja klar, ich meine, dann fliegst du natürlich nicht rein. Ach schade, ich wollte jetzt mal ein bisschen kämpfen hier. Naja. Eine weitere Folge Space Engineers ohne Gewalt. Mein Gewehr hat keine Munition mehr. Hast du leer geballert? Ja, ich habe alles in deine Richtung geschossen, aber nicht getroffen. Ja, so. Bist auch voll weit weg. So. Bist wahrscheinlich jetzt schon fast an der Base, oder? Ich will jetzt aber trotzdem das Magazin leer schießen. Zickzack. Ich mache einfach mal die Sounds für euch. Okay, das war's. Munition hat keine Gewehr mehr. Oh mein Gott! Munition hat keine Gewehre mehr. Nein, hat keine Gewehre mehr. So, das legen wir jetzt ab. Also. Ist eh gefährlich, mit Waffen zu spielen hier. Kann man die eigentlich produzieren, Munition? Ich hab's, also... Ja. In die Schleifmaschine kriege ich keine Waffe. Ich krieg's wirklich nur in die Container. Ja. Also, das ist nicht tauglich, um hier Waffen zu transportieren. Ja. Was machen wir in der Folge? Wir bauen am Raumschiff weiter, würde ich sagen, wir oder? Wir bauen am Raumschiff weiter, ja. Das hätte ich jetzt dann auch so gesagt. Wie ihr seht, wir haben hier das gerade geflext, beziehungsweise die Enter hat es gerade geflext. Ich habe mich eben so gefreut, dass ich auf einmal den Sound wieder habe. Liegt es am Multiplayer? Das konnte ja keiner ahnen. So, du legst die Form und ich schweiße. Ich höre ja eh nichts. Oh, ich habe ja gar keine Stahlplatten mehr. Ich habe ja alles abgelegt. Achso, stimmt. Doch, wir haben hier oben im Schleifer. Ja, aber ich bin ja jetzt schon unten. Na gut. Und dann lade ich auch gleich mein Leben noch auf, weil wir uns ja gegenseitig angeschossen haben irgendwie. Ich könnte ja mal, ich mach mal so, du fängst da an und konstruierst schon mal und ich werde jetzt mit dem Raumschiff hier runterfliegen. Achso, das ist natürlich und keine Hilfsstütze. Ich werde mal das Werkzeug wechseln. Ne? Ja. Übrigens, es hat jemand als Tipp gegeben, man sollte auch die Trägheitsdämpfer ausmachen, wenn man hier ankoppelt. Weil das könnte das Problem sein, dass sich hier was verformt. Echt? Yep. Achso, das heißt, ich baue jetzt auch nur die Formen, oder wie? Und du machst dann hier... Nee, ich wollte einfach schweißen. Ich wollte jetzt noch einen zweiten Schweißer dran bauen und dann ein bisschen Material umbauen. Ja, nee, das meinte ich ja. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Nee, es kam als... Weil wir haben doch mit dem Andocken des Moduls haben wir doch Probleme gehabt, dass das so verdattelt war, weißt du? So. Mhm. Oh, sogar fast präzise, wenn ich jetzt noch ein bisschen... So.
So, ich mache jetzt mal die Trägheitsdämpfer aus. Was war das Z, ne? Genau, ja. Nein, 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 Z. Boah, ich habe gerade mal, ich habe angedockt und habe direkt jetzt den kompletten Fuß am Werkzeug hier an dem Ding dran. Ich habe das Ding praktisch gelöst. Okay, Trägheitsdämpfer. So, okay. Jetzt müsste ich eigentlich hier in die Konsole gehen können und Werkzeughalter 1. Ist das Werkzeughalter? Ah, Moment. Die haben was Neues reingemacht. Echt? Was denn? Die Break Force. In den Werkzeughaltern. Stimmt. Ah, das habe ich auch gesehen mit hier die Füße. Die Füße, die können auch automatisch sozusagen andocken. Wenn man das so formulieren kann. Was haben wir denn? Wie heißt denn unser Löser hier? Don't touch, Live-Verbindung. Ist das der? Ist das der Richtige? Das müsste der Richtige sein, ja. Ich mach jetzt einfach mal aus. Und, was haben wir jetzt gelöst? Ah ne, das ist das, um das Ding zu lösen. Okay, das ist nicht der Richtige. Also, grundlegend ist das schon der Richtige, aber... an. Ehrlich gesagt, habe ich gerade gesagt, ja, das ist der Richtige, ohne überhaupt realisiert zu haben, was du gesagt hast, weil Multitasking nicht meine Stärke. Aha, aha. So hörst du mir zu. So, Werkzeughalter 1, gehe ich mal davon aus, das ist der hier. Ja, ja, ja. Wird schon stimmen, was der sagt. Das sieht nicht gut aus. Nicht gut. Machen wir mal kurz an. Werkzeughalter 2, aus. Was entriegel ich denn hier bitte? Ach Moment, sind das die Werkzeughalterungen? Ist das die... Das sind die... Nein, deswegen... Ja, das sind die Füße. Ja, wusste ich. Wieso heißen die Werkzeughalterungen? Achso, weil die Fuß. Gut, Verbinderschiff. Stimmt, die musst du auch wieder anmachen. Die sind nämlich jetzt lose. Nee, hab ich wieder an. Okay, jetzt sitze ich hier, genau. Jetzt bin ich mich rausgeworfen. Nee, bei mir sind die gelb. Die sind nicht angedockt. Schwierig. Aha. So, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Was habe ich jetzt hier ausgemacht? Ah, okay, wir brauchen auch definitiv ein Gyroskop. Gut, warte. Hier oben, weil das Schiff dreht sich. Das kriegt Übergewicht und ohne Gyroskop kann das nicht aus. Okay, dann docke ich jetzt hier an. Verbinderschiff habe ich jetzt ausgemacht, deswegen. Verbindung Schiff an. Hab ich Trägheitsdämpfer noch? An. Okay, ich hab's angedockt. Muss mal umdenken. Und P. Okay, wieder angedockt. Okay, wir brauchen hier Herstellungskomponenten, Stahlrohr, Motor, Computer. Okay, okay, okay. Verbinder Schiff, Schleifverbindung, Schweißverbindung aus. Ja. Ja. Okay. Ja, war richtig. Ja, ausnahmsweise richtig. So. T, aussteigen. Oh, was war das nochmal? Dann mache ich hier genauso ein Cockpit oben drauf. Der Herr Minias braucht erstmal Material, ne? Braucht es der Herr Minias? Der Herr Minias braucht Material, sonst ist es schlecht. Ich habe ja alles rausgeholt. Ich habe ja ausnahmsweise habe ich mal nachgedacht, weißt du, das ist so. Herstellungskomponente waren 40. Bau Untergarantie-Motoren. Ich brauche mit Sicherheit Anzeigen. Was brauche ich noch? Schwere Panzerung. Perfekt. Jetzt hat es auch aufgehört, sich zu drehen mit dem Gyroskop. Soll ich gucken, ob das jetzt langt? Oder? Ja. Perfekt. Dann hole ich mir wieder Stahlplatoon. Ja, also im Sound, wie gesagt, liegt an dem Multiplayer. Aber es ist... Ehrlich gesagt, ist mir lieber, wenn der Sound buggt,
Anstatt dass man es gar nicht spielen kann. Das wäre ja noch. Also, das macht Sinn, ja. 100 Computer. Warte mal, dann setze ich auch mal gleich die Bohrer. Die Schweißer. Ah, Stahlplatten brauche ich. Wer hätte es gedacht? Den haben wir ja wirklich. Warum sehe ich jetzt, was ich brauche? Strahlorg rein, Close, Computer, Motoren. Okay. Okay. Warum sehe ich jetzt, was ich brauche? Ich bin losgeflogen und habe die Anzeige noch gehabt, was ich brauche. Achso, das war wahrscheinlich, weil ich in der Nähe vom Schiff war. Das kann gut sein. So, und Stahlplatten haben wir echt ordentlich. So, jetzt bin ich auch ganz schön überladen. Jetzt habe ich immer noch nicht den anderen Kram mitgenommen. Ich Profi. Naja. So. Computer brauche ich hier. Da ist auch alles bis auf Computer. Und da auch alles bis auf Computer. Na gut, dann hole ich mir nochmal Computer. Und dann komme ich zu dir hoch. Das ist ja wirklich, man startet so ein Spiel und ich meine, das ist, wird den Zuschauern ja bestimmt auch auffallen. Man fängt dann an und kommt eigentlich zu nichts, oder? Ja, das ist wirklich so. Ja, Quatsch, das kann nicht reichen. Also zu nichts stimmt jetzt nicht ganz, aber man schafft wirklich nicht so viel, wie man eigentlich gerne würde. Ja, ja. Ich glaube, wenn du so einen Livestream machst, musst du auch ganz dringend im Kreativmodus spielen, sonst hast du keine Chance. Ja, das. Ja, ich glaube, ein Livestream wäre Kreativmodus definitiv ein Vorteil. Sonst gibt es ja überhaupt keinen Fortschritt. Ich meine, beim Let's Play ist ja auch das so teilweise Sinn dahinter, dass du so verfolgen kannst, was geschieht, was passiert. Hm. Aber ja, gut, Livestream ist das schwierig. Wir haben immerhin schon 60 Folgen, ne? Mhm. Ja, bei mir ist es jetzt über 40. Die Kreativfolgen, die habe ich ja, da gab es ja meinen Kanal ja noch nicht. Stimmt, das habe ich nämlich gerade überlegt, warum da bei dir ein Absatz drin war, aber das war zum Zeitpunkt, da hast du noch nicht mit aufgenommen. Mhm. Und ist gar nicht mal lange her. 3 Monate? Nee. Das, wie gesagt, es waren jetzt am Mittwoch, also beziehungsweise Mittwoch, wann kommt die Folge raus? Die kommt jetzt. Die kommt, wenn mal Samstag oder Montag. Montag müsste genau, es sein. Genau, die kommt am Montag raus, genau. Das heißt, in 2 Tagen gibt es meinen Kanal 12 Wochen. Ja. Kinder brauchen länger. So, gleich habe ich es geschafft und dann werde ich das Ding nochmal gerade mit ein bisschen Material befüllen. Ja. So. Dann packe ich nämlich das, was ich hier in den Taschen habe, schon mal hier ins Raumschiff rein. Boah, das war natürlich sehr klug. Ah, das war noch klüger. Kann ich hier eigentlich an die Container ran? Kann ich hier ran irgendwo? Wenn ich Schleife bin, dann komme ich nicht ran, gell? Ich muss vorne ran. Ja. So, wenn ich überlege, als wir da mit Space Engineers begonnen haben und du mir so die ersten Schritte gezeigt hast, ja. So, Stahlplatten packe ich mal rein, ha? Wie viel kriege ich denn eigentlich, ich mache erstmal Stahlplatten rein. Wie viel kriege ich denn eigentlich hier in so ein Inventar rein? Das ist zu viel. Kann ich einfach rüberziehen? Ah ja, 1200. Hatten wir nicht da so einen Baseball-Schläger? Nee, das war experimentell. Das haben wir, glaube ich, nicht in der Aufnahme gemacht. Ja. Das hatten wir mal, das stimmt. Da hatten wir ganz am Anfang, hatten wir, Nee, so am Anfang kann das noch gar nicht gewesen sein, weil da müsste es ja schon die Rotoren gegeben haben, ne? Ich hau jetzt das Raumschiff einfach mit Material mal voll. Auch mit Herstellungskomponenten. Einfach um da oben vielleicht auch so einen kleinen, warte. Ich lade nochmal die Energie auf. Achso. Naja gut, wir haben so ein bisschen probiert, das war so mal die ersten Experimente und ich meine, ich hatte echt meine Last am Anfang mit der Steuerung klarzukommen, ja. So viele Tasten, die man normalerweise nicht verwendet, also neben AWSD und so ein Kram. Ich räume jetzt einfach mal alles, das schwere Stahlrohr kurz mal ins Inventar hier und dann ist das Ding voll. Ja, die sind schwer. So, Stahlrohr, was brauchen wir noch? Schwere Panzerung oder was? Was meinst du, was wir da oben zum Bauen brauchen? Große Stahlrohr, Computer, Herstellungskomponenten.
Computer. Na, da haben wir noch 50. Also Computer haben wir nicht viel. Herstellungskomponenten habe ich schon. Was habe ich? Große Stahlrohre. Dann mache ich jetzt mal kleine Stahlrohre. Da kann ich alle mitnehmen. Dann lasse ich mal 300 da oder so. Was brauchen wir noch? Motoren, ne? Genau, Motoren, ja. 80 Motoren kann ich einpacken. Was haben wir noch? Interne Panzerung. Machen wir dann füllen den Rest noch mit interne Panzerung auf. So, 442 interne Panzerung. So, ich glaube, jetzt haben wir die Grundgerüste haben wir. So, wenn du Flächen setzt, also mit deinem Gittermodell, weißt du, was ich meine? Wenn du hochguckst. Dann werde ich sehen wahrscheinlich, dass du das schon längst getan hast. Ein bisschen. Also Platz ist in den Dingern mehr als genügend in diesen... So, ich fliege mit dem Raumschiff mal hoch. So, dann probieren wir mal. Oh, ich muss mal V drücken. Schade, dass das Fadenkreuz nicht synchronisiert ist. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube, ja. So, dann gehe ich mal aufs Schweiß. Ah, ich habe die Flex. So, dann gucke ich mal. Wie komme ich denn an alles ran? Ich habe so ein bisschen Angst. Du auch? Was, habe ich auch Angst? Ja. Noch nicht. Ah, ich sehe hier, wenn ich die Maus durchdrücke, sind sie von rot. Achso, falscher Block. So. Die Kante hätte ich schon mal. Ha? Fertig, oder? Ja. Ich guck gerade mal, ob die... Die ist auch bei 100%. Ich würde sagen, haben wir's, oder? Sind wir fertig. Sind wir durch. So, Freunde, wenn... Wenn es euch gefallen hat, dann... Nein. Also, so schweißen geht definitiv schneller, würde ich mal sagen. Na gut, das war ja zu erwarten, ne? Es war auch der Vorteil, dass man im Schweißraumschiff auch Ebenen dahinter schweißt. Genau. Du machst jetzt nicht zu tief, damit du hier auch von oben überall rankommst, also nicht zu viele Schichten sozusagen. Ne? Aber theoretisch solltest du hier überall drankommen. Ich drücke jetzt so lange drauf, bis es nicht mehr bitzelt, oder? Ja. So. Was haben wir jetzt alles geschweißt? Auch dahinter? Du hast angestummt. Du bist angestummt, es tut mir leid. So, dann drehe ich mich mal quer. Oh, ich finde das schwierig. Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt, ne? Das ist ja alles jetzt hier so ein bisschen improvisiert. Dir aber bewusst. Hoffe ich mal. Oh, willst du auch mal fliegen? Mit dem neuen Schweißer? Das ist ganz wie du magst. Warum schweißt er in der Mitte noch? Was schweißt er denn? Irgendwas da hinten? Oder bist du das? Ich schweiß jetzt, aber er schweißt auch noch irgendwas. Ja, aber was? Ah, jetzt ist fertig. Jetzt nicht mehr. So ein bisschen Respekt davor, dass ich hier vielleicht irgendwo andotze. Wie weit bin ich denn eigentlich entfernt von dem Ding? Achso, so wird das natürlich nichts. V. Oh, ich bin direkt dran, alles klar. Schwierig. Was schweißt der denn immer so lange noch in der Mitte? Ist das vielleicht der Block dahinter? Weil ich schweiße jetzt immer noch. Der hier neben wird ganz langsam geschweißt. Verstehe ich nicht ganz. Auch nicht. Warum man da immer so in der Mitte... Naja, immerhin reparierst du es ja auch direkt wieder. Genau, ich kann eigentlich andotzen und es ist praktisch Selbstheilung. Und der Vorteil ist, ich muss nicht alles hin und her fliegen, um die Energie aufzufüllen. Aber trotzdem finde ich es unpräzise. Gut, große Flächen kann man hiermit wirklich gut schweißen, auch wenn ich jetzt nichts höre.
Willst du mal dich reinsetzen? Kann ich gleich machen. Ich würde jetzt hier den Part noch Bad Händisch schweißen. Was schweißt er denn? Okay, jetzt hat er... Ja, der Radius ist relativ groß, aber wenn es ganz außen sozusagen von dem Radius ist, dann schweißt er extrem langsam. Das ist das, was da am Ende immer noch schweißt. Irgendein Block. Der halt weg. Ziemlich weit weg ist, ja. Ich habe auch das Gefühl, das mittlere ist sinnlos, weil es nicht mitschweißt. So. Echt? Ja, also ich habe jetzt, ich probiere das nochmal. Ich gehe mal an eine freie Fläche, vielleicht kannst du das mal von außen beobachten. Ich gehe jetzt mal an eine Stelle, wo noch nichts geschweißt ist. Zum Beispiel, so, jetzt gehe ich mal hier hin. Guck mal bitte. Ich gucke. Also drei Lichter sind an, ja? Ja. Ich glühe jetzt. Jetzt gehe ich mal hier so dran. Doch, nee, jetzt, jetzt macht er auch eine Mitte. Jetzt halt die Frage, ob er da vielleicht erst die Mitte nimmt. Ja, das ist ja logisch, ne? Weil die Äußeren sozusagen helfen der Mitte auch mit. Sprich, die Blöcke, die der Mittlere erreicht, werden ja von drei... Wieso geht jetzt der oben rechts zum Beispiel fertig? Siehst du das? Das ist ja wie viele Blöcke entfernt? Ich dachte, der macht nur 3x3. Achso, 3x3. Ja gut, könnte auch sein, ne? Mhm. Ja gut, um große Flächen zu schweißen, macht es auf jeden Fall Sinn. Aber das kam ja schon wie auf den Kommentaren. Das war uns ja eigentlich auch bewusst. Was mich so ein bisschen stört, dass ich keine Anzeige habe, wie weit er denn noch irgendwas fertig schweißen muss. Ich meine, okay, das siehst du im Endeffekt, wenn er nicht mehr schweißt, dass es fertig ist. Ja, Problem ist halt, wenn er dann wieder Sachen anzeigt oder noch schweißt, die eigentlich ja sehr weit weg sind und es halt langsam tut. Jetzt verstehe ich beispielsweise nicht, warum der mittlere nicht mitschweißt. Ja, weil er ja direkt vor mir ist, ne? Muss ich vielleicht höher? Nee. Muss ich vielleicht niedriger? Nee, niedriger... Du berührst... Das verstehe ich nicht. Willst du mal schweißen? Komm, wir machen mal einen Fahrerwechsel. Ja. Passt mir ganz gut, weil ich habe 15% Anzugenergie. Genau. Dann gucke ich mal derweil. Hoffentlich werde ich jetzt nicht mitgeschweißt. Wenn ich schweiß mal gerade nicht, das wäre ganz schön. Oh! Da sind gar keine Stahlplatten. Oder, warte mal, sind die woanders? Nee, hier sind keine Stahlplatten mehr drin. Das erklärt das Ganze. Ich hole mal kurz Stahlplatten. Ja. Das erklärt's natürlich. Das war die falsche Taste. Haben wir ja noch ein bisschen. Also man muss doch schon ganz schön... Man braucht ganz schön Material. Wieso schweißt du denn, wenn du... Was? Jetzt verstehe ich das nicht. Was schweißt du denn jetzt bitte ohne Stahlplatten? Oder hast du noch welche in der Tasche? Vielleicht. Ich habe noch ein paar. Okay, ich habe jetzt aber das voll gefüllt. Aber natürlich brauchen wir noch mehr, ja. Ich hole gerade mal noch die nächsten. Ja. So. So, cool, ja. Schön gerade dazu stehen und dann schweißt du auch effektiv. So, 2400. Ach komm, ich hole gerade nochmal. Was soll der Geiz? Genau, wir haben es ja. Also wenn das nächste Mining-Schiff bei uns vorbeifliegt, dann würde ich da auf jeden Fall gern mal hinfliegen. Im Moment sehe ich noch keins. Achso, ich habe auch kein Dings eingeblendet. Heimat habe ich. Wir überfallen die Heimat. Achso, ist unser Mist. Und dann würde ich gerne, dass wir vielleicht offline eine Plattform vorbereiten. Für die Solarpanel, meinst du? Genau, dass wir da mal den Solarpark anfangen. Ich meine, das Werkzeug haben wir jetzt machen, ein bisschen optimiert. Und ich kann ja mal bei dir einsteigen. So praktisch Tandem schweißen. Wurde jetzt gerade geflext, geschweißt. So. Tandem, Schweißgerät. Da hat der liebe Min jetzt einen kleinen Cut. Nee, er nimmt weiter auf, aber er hat bestimmt eine zweite Datei angefangen. Ja, hat er. Das ist immer ein kleiner Cut. Ist mir auch schon das ein oder andere Mal wohl passiert. Schön. Vorne glüht alles. Ja, du fliegst auf jeden Fall präziser als ich. Ja, ich finde es relativ einfach, ehrlich gesagt, wenn du mit Alt halt dich sozusagen schön gerade zu der Wand ausrichtest, dann musst du nämlich die Maus gar nicht benutzen. Der Minus ist doof, ich verstehe das schon. Ich flieg bei sowas dann immer nur mit der Tastatur eigentlich. Kann ich eigentlich jetzt mit K, kann ich hier? Doch, kann ich, ja.
Schweißverbindung an. Mache ich die schon mal wieder an. Damit wir das später nicht vergessen. Das ist cool. Da kann ich hier nämlich so einfach mich drehen und bin immer noch gleicher Abstand, schön parallel zur Wand. Gut, dann gucke ich nochmal ganz kurz in die Produktion. Quatsch haben wir nicht. Kontrollfeld haben wir auch nicht. Inventar haben wir. 3700 Stahlplatten noch. Ah, da ist noch ein bisschen, da ist noch Potenzial da. Da ist noch Potenzial da. Ja. Wir schweißen die letzten Stücke und sind aber eigentlich am Ende einer genau, Folge. Genau, wir sind eigentlich am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, wenn jetzt hier, warte. Achso, wir gucken gerade von oben drauf. Ich habe gerade gedacht, ja. Die Seiten, die wollte aber ein bisschen anders übrigens, aussehen. Übrigens, oberhalb von uns ist noch nicht geschweißt, sehe ich gerade, also aus dem rechten. Ja, unterhalb auch noch nicht. Achso, ja, okay. Aber es wird langsam. Was schweißt er hier? Ganz komische Blöcke von unten. Hier aus. Unten, ja, unten. Ja. Und dahinter anscheinend. Wenn du mal ein bisschen nach rechts fliegst, kannst du mal nach rechts fliegen. Und jetzt nochmal an die Wand einsetzen, wo eigentlich schon geschweißt. Noch ein Stück nach rechts. Genau so, jetzt geh mal an die Wand ran und schweiß mal. Da tut sich nur an. Da tut sich nichts. Okay, also in der Tiefe scheint er das nicht zu schweißen, weil direkt dahinter ist ein Block und dann kommen leere. Ja, vielleicht zählt der 3x3 Block auch nicht von der Spitze aus, sondern von dem Blockansatz sozusagen, wo du ihn befüllen kannst. Weißt du, was ich meine? 1, 2, 3, dann wäre der dritte wäre es trotzdem. Naja, gut, wir wissen es nicht. Ne, warum? Das wäre dann noch eins hinten dran. Das wäre zwar sinnlos, aber wer weiß. Ja, gut. Man kann es nicht sagen. Ja. Genau. Dann? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wieder drunter schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, wir sind wirklich dankbar für Ideen für das Schiff, weil wir selbst einfach mal nicht ganz so viel haben. Ja, richtig. Und gucken, was draus wird. Vielleicht habt ihr da schon eine Vorstellung, was wir machen könnten. Und ja, dann sehen wir uns übermorgen bei der nächsten Folge Space Engineers wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.